haben sie drei Kirschen auf dem Hut, die Anna, um einen Sommer zu beschwören. Denn nach August kommt vielleicht Frost und mit ihm hoher Besuch, der wirft sein angstschwarzes Tuch. Sie will doch leben 1000 Jahr, denn 100 waren wie eines war, und jeder Tag und jede Nacht, die sind, woraus man Wunder macht. Wenn man sie bittet, dann erzählt die Anna, wie das vom Ersten Weltkrieg war. So zwischen Untergang und Walzer, die Übersiedlung nach Prag, Pauls großer Handelsvertrag. Und dann Konkurs und alles aus, doch Vater schenkte ihr ein Haus und rettete den Schwiegersohn. Zweimal einer Million. Und damals war nicht Inflation, sagt Anna. Ein Schwiegersohn, der galt als Sohn. So viele Alter sind in ihr. Sie ist ein Kind und sie ist Braut. Sie ist Beschützerin und Greisin, unberechenbar und schön. Im Traum verwandelt sie sich oft, die Anna, in eine Amsel aus Stagnol. An einem roten Firmament, und sie erkennt dann von fern ihr eigenes Sterben als Stern. Doch sie will leben 1000 Jahr, denn 100 waren wie eines war, und jeder Tag und jede Nacht, die sind, woraus man Wunder macht. Ja, sie trägt Kirschen auf dem Hut, die Anna, um einen Sommer zu beschwören. Schau, sie trägt Kirschen auf dem Hut, Diana, um einen Sommer zu beschwören. Thank you very much.